Eine Woche lang treffen sich die Tennisstars von morgen wieder in Berlin-Reinickendorf. Für das Turnier der Kategorie 2 zieht es auch dieses Jahr Nachwuchsspielerinnen und Spieler aus ganz Europa in die Hauptstadt. Vor allen Dingen ist es cool, dass man halt hier ziemlich viele deutsche Ranglistenpunkte kriegen kann. Das heißt, du kannst hier ziemlich weit nach oben kommen. Dann war cool, dass ich am Ende mal ein cooles Match hatte gegen Felix und dann letzte Runde dann leider rausgeschoben bin. Ja. Dabei sind natürlich alle Augen auf die deutschen bzw. Berliner Spitzenreiter gerichtet. Einerseits auf Finn, aber natürlich auch auf ihn. Felix Triquart von den Zehlendorfer Wespen. An Nummer 2 gesetzt und nun im Berliner Duell gegen den 2 Jahre jüngeren Fleischfresser. Das Match allerdings eine eindeutige Angelegenheit. Triquart sichert sich den Sieg im Schnelldurchlauf und bleibt somit heißer Kandidat für den Titel. Nach der letzten Woche ist Felix natürlich ein ganz heißes Eisen für den Titel auch bei uns. Er hat eine tolle Leistung gezeigt, auch heute wieder im Match. Und da wird Felix wahrscheinlich die größten Hoffnungen tragen, hier weit im Turnier zu kommen. Auch Felix' Schwester Sophie Triquart mischt das Hauptfeld auf, allerdings mit einem weniger schönen Ende. Denn obwohl sie den ersten Satz für sich entscheiden kann und sich sogar einen Matchball erspielt, schafft es Polina Berezina, das Match noch zu drehen und gewinnt schließlich in 3 Sätzen mit 4:6, 7:5 und 6:4. Ich wusste, dass heute mein Match schwer sein wird und hab halt, also ich meinte so, okay, ich kann das jetzt gewinnen, wenn ich einfach so gut spiele und mich konzentriere. Habe ich dann auch bis 6-4, 5-4 und ja, dann keine Ahnung. Dafür kann sie jetzt ihren Bruder anfeuern oder auch Jan Niklas Buchwald vom SCC, denn der ist ebenfalls noch im Turnier. Sowohl im Einzel als auch im Doppel. Noch bis Samstag finden die Berlin Internationals bei Reha One beim SV Berliner Bären und SV Reinickendorf statt. Kommt gerne vorbei und lasst euch das Spektakel nicht entgehen. Der Eintritt ist frei und womöglich werden wir ein paar der Talente in einigen Jahren auf der ganz großen Bühne wiedersehen.